Hey und schön, dass ihr wieder hier seid bei den Last Movie Heroes. Die Herbstsaison beginnt, der September ist gerade rum, das Wetter wird schlechter. Deswegen gibt es Grund genug, sich einige Filme im Oktober 2018 vorzumerken. Und hier kommen jetzt die Kinostarts für den nächsten Monat. Los geht's am 3. Oktober, das ist der Tag der Deutschen Einheit. Deswegen kommen ein paar Filme schon mittwochs ins Kino. Und zwar zum Beispiel Venom. Der ist ja von Marvel, der Film an sich ist aber von Sony und die haben ja auch schon Spider-Man im Programm. Und mit Venom kommt jetzt sein größter Gegner auf die große Leinwand und da hat man auch ganz kurz überlegt, Venom mit einem R-Rating in die Kinos zu bringen, sich dann aber doch dagegen entschieden. Wir von den Last Movie Heroes finden das wirklich schade, denn Venom ist eigentlich ein sehr brutaler Gegner und zum Beispiel Deadpool hat doch schon gezeigt, dass auch ein R-Rating im Kino funktionieren kann und genau diese brutale Gangart, die hätte doch auch einfach zu Venom gepasst. Wir werden beide Arme und beide Beine von dir fressen und dann dein Gesicht direkt von deinem Kopf. Außerdem startet am 3. Oktober noch Werk ohne Autor. Das ist der deutsche Oscar-Kandidat von Regisseur Florian Henkel von Donnersmarck. Und der hat ja auch schon einen Oscar für das Leben der anderen bekommen. Diesmal geht es um einen Künstler, gespielt von Tom Schilling, der aus der DDR in die Bundesrepublik flieht, aber mit seinen Kindheitserinnerungen aus der Nazi-Zeit zu kämpfen hat. Einen Tag später, nämlich am 4. Oktober, das ist dann auch wirklich der Donnerstag, da startet dann A Star is Born in den deutschen Kinos. Bradley Cooper führte hier nicht nur Regie, sondern spielt auch einen Country-Musiker, der seine besten Zeiten hinter sich hat. Er verliebt sich dann auch nicht nur in Ellie, die von Lady Gaga gespielt wird, nein, er macht sie auch noch erfolgreich und kommt damit selbst so gar nicht klar. Die Musikaufnahmen wurden auf Wunsch von Lady Gaga übrigens an echten Veranstaltungsorten gedreht und dort wurde auch live gesungen. Cooler Schachzug von Lady Gaga, wie wir finden, die Reviews, die sind auch wirklich klasse und A Star is Born solltet ihr euch auf jeden Fall mal vormerken. Dann springen wir nämlich eine Woche weiter, denn am 11. Oktober startet die Romanverfilmung Abgeschnitten mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle. Er spielt hier einen Rechtsmediziner, der bei der Autopsie einer Leiche einen Zettel mit der Telefonnummer seiner entführten Tochter entdeckt und daraufhin beginnt ein Spiel um Leben und Tod. Klingt ganz interessant, ob das was für euch ist, schaut euch den Trailer an, dann wisst ihr Bescheid. Ist das eigentlich legal, was wir hier machen? Mit Bad Times at the El Royale kommt übrigens auch der neue Film von Drew Goddard am 11. Oktober ins Kino. Und das ist der Regisseur von The Cabin in the Woods. Und er hat auch das Drehbuch von Der Marsianer rettet Mark Watney geschrieben. Im Mittelpunkt steht hier in dem Film diesmal das heruntergekommene Hotel El Royale, in dem einige Fremde aufeinandertreffen und alle eine finstere Vergangenheit haben. Mit dabei sind unter anderem Jeff Bridges, Dakota Johnson, John Hamm und Chris Hemsworth. Das haben wir alle. Für die Kinder ist im Oktober aber auch wieder was dabei, denn für sie kommt Smallfoot ein eisigartiges Abenteuer. Und hier geht es um einen Yeti, der einen Menschen entdeckt. Dabei wurde ihm aber immer erzählt, dass es die gar nicht gibt. Der Film dreht damit das Mysterium also einfach um und sieht nach einer Menge Spaß für die Kleinen aus. Bist du bereit, uns die Wahrheit zu sagen? Ich weiß, was ich gesehen habe. Und ich werde es beweisen! Weniger kinderfreundlich ist allerdings The Happy Time Murders mit Melissa McCarthy. In einer Welt, in der Puppen und Menschen koexistieren, spielt sie einen Detective, die gemeinsam mit einem Puppenprivatdetektiv einen Mörder jagt, sozusagen die Muppets auf Abwägen. Hier sollte man sich wirklich auf derbe Sprüche und einen flachen Humor einstellen. Die Reviews in den USA, die sind allerdings unterirdisch. Geben Sie mir Ihre Marke. Ich bin das scheiß FBI. Ach ja, und wofür steht das? Fickender blöder Idiot. Und deshalb springen wir am besten gleich weiter zum 18. Oktober, denn hier startet zum Beispiel Der Vorname mit Christoph Maria Herbst und Florian David Fitz, der sein Kind Adolf nennen will und damit für große Diskussionen sorgt. Sieht so ein bisschen nach einer typisch deutschen Komödie aus. Schaut euch den Trailer an, entscheidet, ob es was für euch ist und dann löst das Kinoticket oder lasst es eben bleiben. Ebenfalls am 18. Oktober startet der italienische Thriller Dogman. Der handelt von einem Hundefriseur, der von einem drogenabhängigen Ex-Boxer gedemütigt wird und endlich damit anfängt, sich zu wehren. Dogman ist auch unser Geheimtipp des Monats und auch die ersten Reviews, die sind mehr als gut. Wesentlich schlechter sind allerdings die Kritiken zu Johnny English, der am 18. Oktober in die dritte Runde geht. Und bevor ihr euch hier ein Kinoticket für den neuesten Ableger der Reihe kauft, solltet ihr wirklich besser wissen, was euch erwartet und ob das euer Humor ist. Die Reviews aus den USA sprechen Bände, der Humor sieht doch mehr als flach aus. Wenn ihr Fans der ersten zwei Filme seid, schaut, dass ihr vielleicht ins Kino kommt und ansonsten lasst es vielleicht einfach bleiben.
Noch schlechter als die Reviews zu Johnny English sind allerdings in diesem Monat nur noch die Reviews zu Crystal mit Rosario Dawson. Schaut euch den Trailer an. Ich weiß nicht, das sieht schon wirklich nach 0815 aus. Deshalb am besten schnell zum 25. Oktober, denn hier starten nämlich nochmal einige wirklich interessante Filme. Los geht's mit der Komödie Career Day mit Hindernissen. Und es geht darum, dass der alljährliche Karrieretag in der Schule einige Schüler, Eltern und Lehrer ins Chaos stürzt. Dabei geht es unter anderem um Beziehungsprobleme, Unzufriedenheit im Job oder auch um die Pubertät. Die ersten Reviews, die sind ganz okay. Und falls ihr euch sagt, hey, der Trailer spricht mich an, merkt euch schon mal den 25. Oktober vor. Außerdem hat dieser Starttag Gänsehaut 2 gruseliges Halloween im Gepäck und das ist ein Fantasy-Horror-Abenteuer, diesmal allerdings ohne Jack Black. Teil 1 war ganz okay, auch von Teil 2 versprechen wir uns wieder solide Unterhaltung und es sieht doch wirklich nach einem ganz netten Film aus, oder? Danach werdet ihr eine ernsthafte Therapie brauchen. Bleiben wir aber beim Horror, denn am 25. Oktober kommt Halloween ins Kino. Michael Myers darf sich also mal wieder durch die Gegend schlitzen und hat es erneut auf Laurie abgesehen. Doch Jamie Lee Curtis ist diesmal vorbereitet. Die Reviews aus den USA sind überraschend positiv ausgefallen und sprechen von einem der härtesten Filme der Reihe. Der neueste Trailer hat uns auch super gefallen. Wir haben dann eine Trailer-Reaction gemacht und gesagt, dass wir uns mega auf diesen Film freuen. Deswegen sind wir auch total gespannt, ob der Film das hält, was er verspricht. Damit ich ihn umbringen kann. Weniger intensiv dürfte es allerdings bei Hunter Killer werden. Gerard Butler befindet sich hier nämlich mal wieder auf einer Mission, diesmal allerdings in einem U-Boot, nur um am Ende mal wieder die Welt zu retten, diesmal vor dem drohenden Dritten Weltkrieg. Könnte ganz cool werden, wir sind da etwas skeptisch und so ganz klingt das auch nach typisch Gerard Butler und ziemlich 0815. Am 25. Oktober startet übrigens ebenfalls die Intrigo-Buchreihe in den deutschen Kinos. Den Anfang der geplanten Trilogie macht der Thriller Intrigo, Tod eines Autors, in dem sich Wirklichkeit und Fiktion mischen und ein Autor scheinbar Selbstmord begangen hat. In den Hauptrollen sehen wir übrigens Ben Kingsley und Benno Fürmann. Und last but not least startet am 25. Oktober die Komödie Wuff von Regisseur Detlef Buck, bei dem, wie der Titel schon sagt, Hunde eine ziemlich große Rolle spielen. Mit der Kinovorschau sind wir aber noch nicht fertig, denn bereits am Mittwoch, den 31. Oktober, kommen noch zwei weitere Filme in die Kinos und einen davon solltet ihr wirklich auf jeden Fall im Auge behalten. Mit 25 km/h startet zum Beispiel ein deutsches Drama rund um zwei Brüder, die sich lange nicht gesehen haben und trotzdem im Suff beschließen, eine gemeinsame Mofa-Tour quer durch Deutschland zu starten. Dabei kommen sich die beiden auch endlich wieder näher, klingt doch ganz solide, der Trailer sieht eigentlich auch ganz nett aus und vielleicht sagt ihr euch, hey, 25 km/h, das ist was für mich, da gehe ich ins Kino. Wie bitte? Ja, Sie haben schon richtig verstanden. Sie schieben Ihre Kraftfahrzeuge, bis Sie sich Helme besorgt haben. Mal ganz im Ernst, wie wollen Sie das kontrollieren, ob wir schieben oder nicht, wenn Sie weg sind? Wollen Sie uns bis zur Landesgrenze eskortieren oder was? Der dickere Fisch im Kino dürfte an diesem Tag aber definitiv Bohemian Rhapsody sein. Das ist nämlich die Verfilmung rund um die Band Queen. Rami Malek spielt hierbei Freddie Mercury und seine Performance schreit jetzt schon nach den Oscars. Und für alle Queen-Fans ist Bohemian Rhapsody ein absolutes Muss, aber auch Fans von Musik und Dramen sollten diesen Film unbedingt auf dem Schirm haben. Ja, das war's dann auch mit der Kinovorschau. Haut uns doch gerne mal hier unten in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, welche Filme ihr euch anseht und ist Halloween was für euch oder sagt ihr euch, boah, das sieht mir schon zu gruselig, zu hart aus oder so. Das ist auf jeden Fall mein Most Wanted und direkt dahinter kommt, glaube ich, dann Venom. Haut uns mal eure Most Wanted im Oktober unten in die Kommentare und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video.